Jo, hi, Björn und Simon von Nothing's Left. Und ja, wieso machen wir überhaupt Musik, diese Art von Musik, ohne irgendwie finanziellen Hintergedanken? Ja, also ich zu meinem Teil mache halt Musik schon sehr lange, also seitdem ich 9 bin, auch schon andere Musik, auch nicht nur Hardcore. Und ich mache es halt eigentlich echt, weil ich halt Freude an der Musik habe. Und Hardcore spiele ich halt, weil es halt so meine Lieblingsmusikrichtung ist, wo halt auch sehr viel Emotionen mit involviert sind. Und ich finde halt, Hardcore ist halt auch so eine Musikrichtung, wo halt Emotionen sehr zum Tragen kommen. Andere Musikrichtungen, finde ich, da ist das eher nicht so. Da ist es dann halt eher der Schwerpunkt auf technisches Spielen oder so. Also, sei es jetzt Metal oder Tech Death Metal oder sowas. Und ja, wir machen das, ja, weil wir halt Bock auf die Musik haben. Und ja, Geld ist uns eigentlich. Wir machen das keinesfalls wegen irgendwie Geld. Klar, ist cool, wenn wir halt unsere Unkosten irgendwo decken können, das ist ja normal. Aber ansonsten, ja, machen wir das aus reiner Freude, aus reiner Kreativität, also aus der Freude an der Kreativität, dass wir halt gemeinsam was erschaffen, was halt wirklich so ein geistiger Dünnschiss von vier Leuten ist, die halt, ja, zusammen was kreieren und dann halt was in dieser Konstellation kreieren, was halt mit einer anderen Konstellation, wenn jetzt eine Komponente ausgetauscht werden würde, wäre das halt wieder ein komplett anderes Ding. Und das ist halt auch das Interessante dabei, weil halt wirklich die Sachen, die wir jetzt machen, würden in einer anderen Konstellation so nicht entstehen. Und es gibt jetzt auch schon seit 7,5 Jahren oder so. Ja, genau. Und es gibt seit 7 Jahren. Wir machen halt nach wie vor auf das, was wir Bock haben. Haben auch schon sehr viele Bands miterlebt, die erst die Musikrichtung gemacht haben, dann halt gemerkt haben, so, okay, wir kriegen mehr Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt mehr in eine andere, angesagtere Schiene gehen, was Ja. jetzt zurzeit angesagt ist. Und dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen für ein halbes Jahr und dann wieder weg vom Fenster sind. Aber wir haben halt eigentlich echt, ja, wir machen auf das, auf was wir Bock haben und scheißen wirklich echt drauf, was andere davon denken, was Ja. andere davon sagen. Auch schon so im Laufe der Jahre haben viele Leute gesagt, so geht doch mal mehr so in die Richtung, es kommt viel besser an, wenn ihr das und das macht, dann rasten die Leute aus und eure Musik ist teilweise zu, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja, nicht easy listening. Teilweise, ja, teilweise zu komplex, um da drauf jetzt mega abzugehen, aber wir haben schon immer drauf geschissen, weil wir gesagt haben, wir machen das, wo wir Bock haben, wo wir drauf Bock haben und haben jetzt noch nie großartig danach geguckt, was kommt im Moment gut an. Wir machen das, wie gesagt, seit 7 Jahren in derselben Konstellation, haben noch nie einen Wechsel gehabt, so von der Besetzung. Und ja, wenn sie Leute feiern, ist cool, wenn nicht, dann machen wir es, weil es uns Spaß macht. Und wenn irgendjemand was mitnehmen kann von den Texten oder einfach nur gute Zeit hat, dann Ja, ist es für mich eigentlich so das Wichtigste. ist auch so. Wenn es jemandem gefällt, ist cool. Wenn es keinem gefällt, ist auch cool, weil ich stehe da unten auf der Bühne, ich habe meinen Spaß. Ich mache das in der ersten Linie ja, weil ich da Bock drauf habe. Natürlich macht es immer noch mal Bock, wenn die Leute auch abgehen. Ja, natürlich. Kann man ja jetzt natürlich. keinem erzählen, dass es das nicht so ist, Ja, aber natürlich, auf jeden Fall. es ist auf jeden Fall jetzt nicht erstrangig, dass jetzt irgendwie mega die Riesencrowd abgeht, sondern einfach, wenn ich merke, dass drei, vier Leute die Texte können und für die halt der Abend geil ist, dann macht mir es genauso viel Spaß, wie wenn jetzt irgendwie 200 Leute abgehen. Und um nochmal auf diesen finanziellen Hintergrund, auf diese finanzielle Frage zurückzukommen. Klar, wir haben auch Merch und nehmen auch für ein T-Shirt einen Zehner. Aber das ganze Geld, was wir halt wirklich auch einnehmen, das bleibt halt auch in der Band. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie am Monatsende einer sagt, hier, jeder kriegt einen Fuffi in die Hand gedrückt, cool ist. Ja, Das bleibt alles da drinnen. Davon wird die Band bezahlt, wenn wir jetzt halt auch irgendwo mal ein Gig spielen und dann heißt, nee, hier kriegt nur so und so viel Geld und können damit die Spritkosten nicht decken oder eine Unterkunft oder sowas, dann nehmen wir das aus der Bandkasse, haben einen guten Abend genau. und gut ist. Von daher ja, trägt sich das so ein bisschen selbst. Ja. Und ja, unsere aktuelle CD, die kostet auch, wir verkaufen die für 8 Euro.
Wo kriegst du eine CD für 8 Euro? Also wir verkaufen die halt auch, klar, wir können auch 10, 12, 15 Euro vielleicht verlangen, aber wollen wir gar nicht. Hauptsache viele Leute können es leisten und kennen die Texte, das ist wichtiger, ja, wenn wir jetzt irgendwie, was soll ich sagen, wir haben jetzt krass viel verdient. Und können Hauptsache jemand, wenn da jemand Bock drauf hat, das zu Hause zu hören oder so, dann kriegt er die CD für einen günstigen Preis, kann es natürlich dann... Ich könnte es auch illegal runterladen, wäre mir auch egal. Also da brauche ich auch keine 8 Euro, wenn er halt... Sonst wäre man nicht bei Spotify, wo sich jeder Depp alles anhören kann und quasi nichts dafür bezahlt. Ja, genau. Aber Hauptsache es wird irgendwie bekannt. Und ja, wir bezahlen jeden Monat so 35 Euro Proberaummiete. Also eigentlich ist es sogar ein relativ teures Hobby, aber es macht halt auch mega Spaß. Man wird immer wieder dafür belohnt und durch die Musik... habe ich eigentlich, also ich persönlich, die meisten von meinen Freunden kennengelernt. Wenn ich nicht in der Band wäre, hätte ich viele Leute überhaupt gar nicht erst kennengelernt. Ja, dazu kommt natürlich auch, dass man halt auch sehr viele neue Plätze, neue Orte kennenlernt. Wir haben zum Beispiel eine kleine Europatour gespielt. Wir waren an Orte, wir waren in Nordfrankreich, in Marseille, haben in Marseille Plätze gesehen, die man als normaler Tourist hätte nie sehen können. Von daher ist es halt auch so ein bisschen was. Das ist halt auch mit Geld nicht aufzunehmen. Ich war ein Jahr später übrigens bei dem Typ, der die Show organisiert hat, dann bei ihm zu Hause im Urlaub mit meiner Freundin. Auch noch so eine kleine Side-Story. Ich habe zu ihm gesagt, Marseille ist so geil, ich komme, wenn ich darf, nächstes Jahr wieder. Und dann hat er gesagt, ja klar, du kannst bei mir schlafen und so. Habe ich meiner Freundin gesagt, ich habe schon direkt Urlaub klar gemacht für nächstes Jahr. Und ja, er kann jederzeit zu mir kommen. Sowas erlebt man, glaube ich, echt nur, wenn man in der Band ist oder zumindest sich in der Subkultur bewegt, sag ich mal. Ja, und auch nochmal zum Finanziellen. Klar, wir könnten jetzt auch sagen, so okay, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Geld raushauen, wir wollen, was weiß ich, vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was weiß ich, mit irgendeiner x-beliebigen Größe. Facebook-Sponsor, Werbung. Sponsoring oder so, aber dann würden wir einfach, was würden wir machen? Dann würden wir Pop-Punk machen oder so, oder würden... irgendwas anderes, irgendeine andere Musikrichtung machen, die halt angesagt ist, Indie-Rock oder sowas, könnten wir auch machen. Also, aber haben wir keinen Bock drauf, weil halt, ja, wir Bock auf die Art von Musik haben und es uns halt auch wirklich sehr am Herzen liegt und ja. Ja, von daher halt bleiben wir bei unserem Ding, machen was wir wollen, ohne Rücksicht auf Meinungen von anderen. Wenn es jemandem gefällt, ist auch cool. Also wie gesagt, wir machen das jetzt schon seit 7, 8 Jahren und ich kenne auch Bands, die haben sich dann auch aufgelöst, weil sie dann halt irgendeinen Erfolg vor Augen hatten, der dann nicht eingetreten ist. Und dann war die Musik auf einmal Nebensache. Dann haben sie sich dann halt aufgelöst. Ja. Ist vielleicht auch ein guter Tipp für junge Bands, wenn es halt gleich am Anfang mega abgeht, dann wundert, weil ich glaube, viele Bands, die gründen sich und denken so, oh, es geht so ab, nach 2 Jahren so, oh, es ging ja gar nicht so krass ab, dann lösen wir uns wieder auf. Aber einfach, ja, dranbleiben, immer das machen, was man schon immer gemacht hat. Wenn man das quasi mit Leidenschaft rüberbringt, dann merken es die Leute und irgendwann sitzt auch bei uns. Geil. Auch wenn es jetzt bei uns immer noch so durch die Gegend dümpelt, aber wie gesagt, wir haben uns, glaube ich, auch ein bisschen damit gefunden. So. Ja, was hast du damit abgefunden? Ja, ich muss jetzt keine riesigen Megatouren spielen, so. Solange es ein paar Leuten gefällt und mir einigermaßen coole Slots haben, so alles gut. Ja. Von daher. Tschüss.